Kaum zu glauben, was sich auf Sundermanns ehemaliger Weide abspielt. Wo einst Ponys grasten, tragen Arbeiter verseuchten Boden ab. In Gronau-Epe in Nordrhein-Westfalen kommt Öl aus der Tiefe. Seither ist es vorbei mit der Idylle auf dem Land. Hier stinkt's auch wieder. Hier stinkt, ja. Nur wenige hundert Meter hinter ihrem Garten ist ein unterirdischer Ölspeicher defekt. Es riecht nach Öl. Man hat einfach Angst, dass irgendwie was Schlimmes passiert noch. Dass vor allen Dingen unser Kleiner irgendwie später mal krank wird, was man jetzt noch gar nicht weiß, durch das Einatmen dieser Dämpfe, die dann ausgetreten sind. In gut 1000 Metern Tiefe liegt der unterirdische Hohlraum, gefüllt mit mehr als 4 Millionen Litern Rohöl. Februar 2014. Ein Druckabfall im Verbindungsrohr. Bereits zu diesem Zeitpunkt strömt Öl unter hohem Druck ins Erdreich. Doch das ahnt niemand. Zwar ordnet die Aufsichtsbehörde eine Überprüfung an, die hinzugezogenen Experten finden aber keine Hinweise auf ein Leck. Die Kaverne darf eingeschränkt wieder in Betrieb genommen werden. Bis am 12. April Öl aus dem Boden sprudelt. Mein Mann hat das gefunden beim Treckerfahren hier. Da war hier so eine kleine Lache auf der Weide. Und morgens haben die dann so einen Erdaushub genommen und haben kontrolliert, wo das wohl herkommen kann. Und das hat, also ist richtig da aus der Erde rausgesprudelt. Für die zuständige Aufsichtsbehörde ein nie dagewesener Fall. Jetzt beginnt sie von Neuem. Die Suche nach einem Leck. Sie dauert weitere 6 Wochen. Schließlich bringen Untersuchungen mit einer Videokamera ein Ergebnis. Die haben dann diese Leckage in 217 Meter Tiefe gezeigt, die durch die ersten Messverfahren nicht festgestellt werden konnte. Zeigt das, wie schwierig die Überprüfung ist in diesen Tiefen? Das zeigt, dass es ein komplexes System ist und dass es nicht so einfach ist, dort entsprechende Überprüfungen durchzuführen. Kühe auf einer Weide trinken das ausgetretene Öl. Sie müssen getötet werden. Öllachen, auch in einem Birkenwäldchen, das heute nicht mehr existiert. Die dritte ungewollte Ölquelle liegt direkt neben dem Gehöft der Sundermanns. Der Unfall verändert das Leben der Familie komplett. Sie traut sich nicht mehr im Haus zu übernachten und macht sich große Sorgen um ihre Zukunft. Man weiß natürlich auch nicht, was unterm Haus ist. Das Öl fragt ja nicht danach, ob da oben ein Haus drüber steht oder ob es nur eine Weide ist, in Anführungsstrichen. 500 Kilometer entfernt in Niedersachsen. Im Herbst 2013 ein ähnlicher Unfall. Schätzungsweise 40.000 Liter Öl laufen in Gräben und Flüsse. Sie stammen von einem Kavernengelände. Ein Saboteur habe oberirdisch einen Absperrhahn geöffnet, so die Aussage des Kavernbetreibers. Tagelang sind Feuerwehr und technisches Hilfswerk im Einsatz, um das Öl aufzufangen. Beunruhigend für Anwohner, die Staatsanwaltschaft ermittelt zur Unfallursache seit November 2013. Bisher ohne Ergebnis. Wir haben natürlich immer noch riesengroße Angst, dass ähnliche Unfälle sich wieder ereignen können. Die Menschen hier im Landkreis Wittmund leben nicht nur mit 24 Ölkavernen, sondern auch mit 49 unterirdischen Speichern, in denen sich Gas befindet. Oberirdisch ist davon nicht viel zu sehen. Doch unter der Erde lagern große Mengen Erdöl und das explosive Erdgas. In insgesamt 73 künstlich geschaffenen Höhlen, jede einzelne hunderte Meter lang. Diese riesigen Tanks unter ihren Füßen beunruhigen auch die Olbrichts. Denn nur 3 Monate nach dem großen Ölunfall gab es ganz in der Nähe die nächste Panne. An der Gaskaverne 311. Eine Gasleitung, die von oben in die Kaverne führt, brach ab. Der Druck stieg von 1 Bar auf 130 Bar. Die Anlage hielt diesen Druck stand. Jetzt muss das gesamte Gas abgelassen werden. Die Reparatur dauert ein ganzes Jahr, noch bis 2015. Ist quasi unser Gartennachbar. Unsere Kinder spielen hier im Garten und nebenan wird halt das Rohrsystem einer Gasdruckkaverne repariert. Das ist für uns doch sehr bedenklich, muss ich zugeben. Am liebsten würden sie wegziehen, aber das wird schwierig. Wer möchte an so einem Pulverfass leben?
Die Kavernen wurden zu nah an bestehende Häuser herangebaut. So sieht es Gutachter Dr. Ralf Krupp. Man hat dort ein ländliches Milieu praktisch zu einer Industrieanlage umgebaut und hat keine Rücksicht auf die dort lebenden Menschen genommen. 248 unterirdische Speicher für Gas gibt es schon in Deutschland. 128 weitere sind geplant. 8 davon auch in Epe, wo wir wegen der defekten Ölkaverne gedreht haben. Viele Anwohner sind besorgt. Wie ist das denn mit den Gaskavernen? Wie dicht sind die? Aber ich weiß, dass sie ein anderes System haben. Aber inwieweit die sicher sind, das kann auch keiner sagen. In der Nacht nach unseren Dreharbeiten fällt die Datenübertragung von Kaverne S78 aus. Sie liegt nur 200 Meter vom Haus der Familie Sundermann entfernt und wird notabgeschaltet. Betreiber E.ON teilt uns mit, die Sicherheitsabschaltung habe planmäßig funktioniert. Es habe keine Gefahr für Anwohner bestanden. Doch in jüngster Zeit häufen sich die Pannen. In einer anderen Gaskaverne in der Nähe der Sundermanns ist die Schweißnaht eines Rohres defekt. Gas tritt in einen Kontrollraum aus. Auch in einer weiteren Kaverne gelangt Gas in einen solchen Auffangraum. Die sagen immer, es ist sicher. Aber jetzt sagen sie mittlerweile, aber es hat alles ein Restrisiko. Aber wer hat das zu tragen? Das sind wir. Auch 5 Monate nach dem Unfall ist noch nicht geklärt, wie es für die Familie weitergeht. Ihr Anwalt ist mit dem Kavernenbetreiber im Gespräch. Doch die langwierigen Verhandlungen gehen an die Nerven. Es gibt im Bergrecht eine Lücke und es gibt auch bereits eine Bundesratsinitiative, um diese Lücke zu schließen, damit es Erleichterungen für die Betroffenen gibt. Tatsächlich hätte die Bundesregierung für Anwohner von Kavernen längst etwas tun können. Doch sie spielt auf Zeit. Geschädigten fehlen gesetzliche Regelungen zur Durchsetzung ihrer Ansprüche. Im Zweifel müssen sie beweisen, dass sie durch den Kavernenbetrieb tatsächlich geschädigt wurden. Wir fragen die CDU-Bundestagsfraktion, wie lange das noch so bleiben soll. Man prüfe Änderungen, heißt es. Zitat: Es ist zu hoffen, dass der Bundeswirtschaftsminister nun zügig etwas vorlegt. Man muss wirklich konstatieren, dass unser Bergrecht fast menschenverachtend ist. Man mutet den Anwohnern dort eine Gefahrensituation zu, das ist unerträglich. Und hinterher haben sie mit den Folgen zu kämpfen. Das schlimmste Szenario, ein Blowout. Wie hier an einer Gasverdichterstation in Emsbüren, NRW. Gas strömt unter hohem Druck aus und entzündet sich. Eine enorme Stichflamme über der Kaverne wäre die Folge. Blowout ist eine ernste Gefahr und es wird alles getan, um einen Blowout zu verhindern. Durch technische Einrichtungen und auch durch Überwachung der Einrichtungen. Nach den Pannen der letzten Monate ist das Vertrauen der Sundermanns in die technische Überwachung begrenzt. Sie wollen ihren Hof auf jeden Fall verlassen.